Hallo, mein Name ist Jan Wagner. Ich bin der Creative Producer für Jagged Alliance Online und ich werde euch jetzt ein bisschen darüber erzählen, was euch in dem Spiel erwartet. Jagged Alliance selber ist ja ein alter Klassiker, das heißt, die meisten Leute dürften es kennen. Ich nehme an, ihr kennt es auch alle halbwegs. Das heißt, ich erkläre jetzt nicht unbedingt, wie das Grundspiel funktioniert, sondern so ein bisschen eher, was die Unterschiede sind und was daran neu ist. Was nicht neu ist, sind die Söldner. Wir haben tatsächlich die gleichen Söldner wie im Jagged Alliance 2, ein paar mehr neue noch dazu. Wir haben sogar die 2D-Bilder dargelassen, weil für uns wichtig war, dass sie einen bestimmten Charakter haben, weil den Leuten und gerade bei den Fans ja sehr gut angekommen ist. Wir haben 3D-Modelle, das heißt, wir können natürlich sehr schön alles, was wir an Gegenständen haben und anziehen können, auch im 3D-Modell darstellen. Das nochmal kurz gesagt, es ist ein Browser-Game. Viele Leute glauben, es ist ein Client-Game, aber es läuft tatsächlich im Browser. Waffen, einer der Hauptgegenstände, mit denen ich interagiere bei Jagged Alliance. Waffen haben sehr, sehr viele unterschiedliche Eigenschaften, fallen in bestimmte Kategorien. Uns war es wichtig, Waffen zu machen und auch Upgrades von Waffen, die man hier einbauen kann, die nicht etwa nur, sag ich mal, plus 1% auf irgendein Stat haben, sondern die sich wirklich unterschiedlich anfühlen im Spiel. Das heißt, der Spieler hat eine ganz klare Entscheidung, was will er tun, wie will er vorgehen und danach richtet sich in der Tat auch sein Equipment. Und es soll spürbar sein, wenn er eine bessere Waffe hat, soll er wirklich sofort das merken und nicht irgendwie denken, naja, rechnerisch habe ich jetzt 2% mehr bekommen, aber fühlen tue ich es nicht. Skills gibt es natürlich auch. Am Anfang noch nicht so viele. Das sind hauptsächlich die klassischen Stats, die man so hat, ein paar Waffen-Skills. Später, nach dem Launch, wird es auch noch aktive Skills geben, die ich tatsächlich einsetze, also wo ich wirklich im Spiel, im Kampf dann nochmal was machen kann. Wie bei Jagged Alliance auch, muss ich für meine Söldner bezahlen. Jede Woche wollen die irgendein Ingame-Geld von mir haben. Falls ich das nicht haben möchte und sage als Spieler, ich will jetzt nicht dauernd spielen müssen, aber ich will, dass mir der Söldner nicht einfach wegrennt, weil ich keine Kohle mehr habe, bezahle ich echtes Geld und kann mir den kaufen. Was ich auch kaufen kann und ganz viele tolle Sachen machen, sind Upgrades. Das heißt, ich habe ein eigenes Hauptquartier. Man sieht am Anfang, sieht es nicht ganz so beeindruckend aus. Man fängt klein an. Später kann man sich entsprechende Upgrades kaufen, die die Eigenschaften der verschiedenen Sachen wie Hospital oder Workshop verändern. Und dann natürlich entsprechend die auch optisch upgraden. Das heißt, irgendwann habe ich eine kleine Hütte, dann einen kleinen Bungalow und irgendwann habe ich das Cryogenic Regeneration Chamber, das der totalen Neuerweckung. Damit ich diese ganzen tollen Sachen mir besorgen kann, brauche ich Missionen, die mir Geld bringen. Jagged Alliance selber spielte auf einer kleinen Insel in einem fiktiven Südamerika oder Mittelamerika. Bei uns ist die ganze Welt das Spielfeld. Wir haben aktuell etwas über 100 Missionen zum Launch. Wir werden immer neue nachschieben und die Missionen sind in Contracts angelegt, also in Mini-Kampagnen. Und die Mini-Kampagnen sind tatsächlich inhaltlich miteinander verbunden. Das ist jetzt nur für die Messe ein Platzhalter-Screen. Da gibt es wirklich eine Story, es gibt einen NPC, der einem was erklärt und es gibt eine Aufgabe, eine Reihe, in der ich die abarbeite. Hier geht es jetzt gerade darum, eine Drogenbande, die man arbeitet sozusagen für deren Feinde, muss die aufspüren und am Ende irgendwann den Boss erledigen. Und das sind immer dann verschiedene Missionen auf verschiedenen Karten, die das spielt. Das Core-Gameplay, also für uns war es wichtig, Jagged Alliance 2 hat sehr, sehr viele Fans und wir wollten so nah wie möglich an dem Original bleiben. Das heißt, alle Leute, die das kennen, werden bestimmte Dinge wiedererkennen. Ich habe meine Action-Points, ich bin rundenbasiert. Alles, was ich tue, ob ich jetzt renne oder gehe, macht einen Unterschied dafür, wie entweder Gegner mich wahrnehmen oder wie gut ich schieße. Wenn ich mich hinknie, habe ich mit der Sniper-Rifle eine bessere Chance zu treffen. Das heißt, jede Aktion, die der Spieler macht, selbst wenn es sowas, sage ich mal, Normales ist wie Laufen, beeinflusst, wie es weitergeht. Eine Sache, die auch beeinflusst, wie es weitergeht, sieht man hier ganz gut. Hier ist jetzt gerade ein Alarm ausgelöst worden an dem Auto. Das heißt, es gibt Trigger bei uns in der Map, die bestimmte Sachen zur Folge haben. Jetzt werden in der nächsten Runde die da wahrscheinlich aufmerksam werden und werden sich anschauen wollen, was los ist. Das möchte ich natürlich verhindern, dass sie diese Zeit haben. Also gibt es den einfachen Trick, daneben zu schießen. Den einfachen Trick, dass man ein paar Fässer benutzt, die in der Umgebung stehen und die Leute schnell ausschaltet. Das ist jetzt hier zuvor für Zwecken. In der Spielmap werden die nicht ganz so verteilt sein, dass man es ganz leicht hat. Aber ich kann natürlich damit auch arbeiten. Hier kann die versuchen, die Leute anzulocken und auf die Art und Weise sozusagen mir Vorteil verschaffen. Aber was ich jetzt gemacht habe, es hat großen Rums gemacht und die KI hat jetzt gemerkt, oh, da ist was los und jetzt kommen natürlich alle angerannt. Unsere KI-Gegner haben sehr, sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Die unterscheiden sich also nicht nur nach Stärke oder Hitpoints oder Rüstung, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Leute. Der hier zum Beispiel, ein sogenannter Madcap, der wird einfach
ranrennen, egal was es sozusagen für ihn für Probleme bereitet, wird auf, sobald er in die Nähe kommt, wo er schießen kann, losballern, egal wie schlecht seine Chancen sind und auch egal, wem er gegenübersteht. Das hat man jetzt gerade nicht gesehen. Da oben war ein Kumpel von ihm, der ist außen rumgegangen, der war schon ein bisschen vorsichtiger. Und so geht es immer weiter. Wir haben als KI-Format auch austrainiertes Militär. Die werden immer vorsichtig vorgehen, optimal Deckung suchen, kurze kontrollierte Salven abgeben und vielleicht auch mal zielen oder einen Kopftreffer versuchen zu erzielen. Und wir haben irre Fanatiker, die mit einer Shotgun auf dich vorrennen und dir ins Gesicht ballern wollen. Also dementsprechend unterschiedliche Feinde erfordern unterschiedliche Strategien und Taktiken, also unterschiedliche Taktiken erstmal, durchaus aber unterschiedliche Strategien. Jagged Alliance 2 spielte eben, wie gesagt, auf dieser Insel. Wir haben die schöne Möglichkeit, mehr Varianz zu bieten, was die Hintergründe betrifft. Hier zum Beispiel sind wir auf einem Frachtcontainer, wo wir uns als blinde Passagiere eingeschmuggelt haben. Und jetzt müssen wir eben mit den Leuten aufräumen, die auf dem Container sind und da die Führung übernehmen. Was wir auch haben, so technisch, glaube ich, recht nett, wir haben natürlich ein Ragdoll. Wenn man das schön sieht, haben wir extra ein Loch gebaut, wo die Ragdolls reinfallen können. Wir haben, wie man sieht, ganz ansehnliche Explosionen. Wir haben zum Teil dynamisches thermisches Schatten und dynamisches Licht. Das heißt, vom technischen Niveau her, da wir auf Unity laufen, ist es ganz ansehnlich. Auf der taktischen Tiefe ist es uns wichtig, dass wir nicht nur unterschiedlich aussehende Settings haben, sondern auch wirklich die Bedingungen sich entsprechend ändern. Also wir haben unterschiedliche Wetterbedingungen und so weiter. Und wir haben eben sehr unterschiedliche Maps mit unterschiedlichen Eigenschaften, die jeweils ein eigenes Vorgehen verlangen. Ein kleines Beispiel für sowas ist, wir haben auch unterschiedliche Map-Größen. Es gibt Maps, die kann ich in 10 Minuten spielen. Für manche andere brauche ich vielleicht eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde. Das ist eine sehr kleine Map, die hat das Missionsziel, dass ich am Ende um die Map herum sozusagen hier hinkommen muss. Eigentlich vergleichsweise einfach und es ist eine kleine Map. Trotzdem gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist hier außen rum, schleichen, die Opposition ausschalten Stück für Stück, da im Camp die Leute überraschen und dann schnell durch. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, hey, hier bin ich, die Vordertür einzutreten und mit dem großen Rums anzulaufen. Und die zeigen wir jetzt nochmal kurz, weil wir so gerne Explosionen sehen. Jetzt hat man hier gesehen, der steht noch, der andere nicht. Zwar ist er ziemlich verwundet, aber der hatte vorne sehr starke Rüstung. Rüstung unterscheidet sich auch davon, also bestimmte Rüstungen sind vorne stärker als hinten oder von der Seite. Und auch hierfür muss man eigene Strategien entwickeln. Wenn man immer nur von vorne kommt, dann kann das zum Teil nichts nützen. Was jetzt hier passieren wird, ist, dass die Map sich ändert. Wo ich vorher vielleicht geschlichen wäre, mit Snipern vorgegangen wäre, werden jetzt von oben und unten eine relative Menge von Leuten ranrennen. Und ich habe so eine Art Nahkampfszenario, wo plötzlich eine große Menge von Leuten mit automatischen Waffen sich gegenseitig behaken wird. Und dadurch ändert sich die ganze Herangehensweise an die Map. Das heißt, als Spieler kann ich mir wirklich, je nachdem, was ich für ein Team zusammenstelle, unterschiedliche Sachen suchen. Hier sieht man schon, die kommen jetzt langsam aber sicher alle in Stellung. Und dadurch verändert sich eben die Art, wie die Map gespielt wird. Ähnliche Sachen haben wir für den Grind. Online-Spiele sind oft grindintensiv. Wir wollen aber nicht dieses klassische töte 10 Wolf, komm zurück, töte 50 Wölfe, komm zurück, töte 100 Wölfe. Das finden wir langweilig, sondern was wir machen wollen ist zu sagen, wenn du die Karte nochmal spielst, dann kennst du sie schon, du hast da so einen kleinen Vorteil als Spieler, aber wir geben dir neue Aufgaben. Hier zum Beispiel ist jetzt das Headquarter von dem Drogenboss, das heißt ein In-Game-Level, also ein Indoor-Level, so rum. Und diese unterschiedlichen Aufgaben beim Wiederspielen von Maps sind zum Beispiel, ich muss es schaffen innerhalb von 20 Runden. Oder mit nur 100 Schuss Munition. Oder ohne verwundet zu werden. Und all diese Sachen sind jeweils unterschiedliche Herangehensweisen. Das heißt, es ist nicht nur so, spiel die gleiche Karte nochmal, sondern eigentlich ändert sich deine Taktik sehr, sehr klar, wenn ich irgendwie sage, ich habe nur 20 Runden Zeit, muss ich schnell durchrennen, muss möglichst wenig mich aufhalten und kann nicht irgendwie rumschleichen. Habe ich nur 100 Schuss Munition, muss ich vorsichtiger vorgehen, möglichst mit einem Schuss die Leute ausschalten, genauer zielen und solche Sachen. Zielen ist natürlich eine der Sachen, die es von Jagged Alliance 2 auch gibt. Wir haben auch Trefferzonen, man kann auch den Kopf versuchen zu erwischen. Je nachdem, was besser gerüstet ist, kann das Sinn machen, zu versuchen, Kopftreffer zu erzielen. Hier ist jetzt schon mal jemand, der so deutlich besser ausgerüstet ist, deutlich stärker. Wir werden mal gucken, wie Dennis sich im Kampf gegen die beiden schlägt. Und die KI, wie gesagt, wir haben einen KI-Server, der ist nicht blöd. Die hat jetzt gesehen, da war jemand. Jetzt ist er aus dem Sichtfeld gegangen. Natürlich geht die KI hin und guckt, was ist denn da los. Ja. Wir haben einen dedizierten KI-Server, der wirklich auch eine Herausforderung darstellen soll. Und der nicht einfach nur, sag ich mal, rumsteht, damit er abgeschossen werden kann.
Kurz was zum Koop und zum Multiplayer generell. Wir werden zum Launch einen PvP-Modus haben. Auch der wird nicht einfach, ja, von hinten erwischt, sehr schön, mit dem Critical. Der wird nicht einfach nur ein Arena-PvP sein, wo sich zwei Gruppen gegenüberstehen, sich dann gegenseitig ins Gesicht schießen, bis einer umfällt. Sondern es wird tatsächlich auch PvP-Missionen geben, richtige Aufgaben, die man mit, also die man gegen den anderen Spieler und gegen die KI erledigen muss. Also einfach das Beispiel, ich habe zwei Leute, der eine steht hier unten, der andere steht da. Da oben müssen sie hin und in der Mitte ist eine große Menge von Gegnern. Jetzt kann ich entweder versuchen, schnell hochzugehen und zu sagen, ey, ich bin da, bevor der andere kommt. Wenn ich Pech habe, halten mich die Gegner auf. Dann kriegt er mich vielleicht im Rücken oder ich schicke zwei Leute, um den abzulenken, während ich mich langsam rumschleiche. Oder ich warte, bis der vorgerannt ist, hole ihn mir dann von hinten. Das heißt, auch die PvP-Maps werden nicht die Gewinnstrategie haben, sondern es wird sehr darauf ankommen, wie das Team läuft, wie man das zusammengestellt hat und was die Missionsziele sind, die im PvP da jeweils vorliegen. Koop wird es auch geben, nicht zum Launch, sondern wahrscheinlich etwa einen Monat danach. Koop ist zum einen bei großen Maps sinnvoll, das heißt, wenn ich Maps habe, ja, hier sieht man, der war ziemlich gut gerüstet, der hat also eine Menge ausgehalten. Wenn ich große Maps habe, wo 8 Söldner für notwendig sind, dann kann es oft sein, dass ich nicht genügend Söldner habe, die gut passend sind. Oder ich habe überhaupt nicht genügend Söldner, weil 8 Söldner zu unterhalten und zu bezahlen ja schon nicht wenig ist. Dann suche ich mir eben einen Mitspieler, der vielleicht genau die Leute hat, die ich brauche. Vielleicht brauche ich 4 Sniper und dann hat er eben 2 davon. Und es wird auch Koop-Maps geben, wo dediziert wirklich die Aufgaben geteilt werden. Also Gruppe A muss oben rein, die Wachen ausschalten und die Tür öffnen, damit Gruppe B von unten hochkommen kann. Das heißt, wo es wirklich auch nochmal auf sehr genaues Timing und Koordination untereinander ankommt. Viele Leute fragen sich, Turn-Based, wie geht das zusammen im Multiplayer? Da sitze ich ja die ganze Zeit rum und warte, dass der andere zieht. Wir lösen das ganz einfach. Es gibt einen Timer, der abläuft, den ich habe für meine Runde. Und wenn der aus ist, dann ist der andere dran. Sowohl im PvP als auch im Koop. Das heißt, es ist gesichert, dass ich nicht Pizza holen gehe, während ich eigentlich am Zug bin. Andererseits wird es aber auch so sein, wenn ich schneller ziehe, werde ich belohnt. Also wir bestrafen nicht nur die Spieler für langsames Ziehen, sondern wir sagen, hey, wenn du schneller ziehst, dann kriegst du die nächste Runde mehr Action Points. Soll das eine positive Motivation sein, schneller zu ziehen, sodass niemand den anderen warten lässt mit Absicht. Gut, das sind die Sachen, die wir aktuell haben. Wie man sieht, relativ hoher Detailgrad. Es wird natürlich irre viele Waffen, Rüstungsteile und Upgrade-Möglichkeiten fürs Hauptquartier geben. Und wir werden regelmäßig neuen Content nachschieben. Das heißt, es wird logischerweise nicht bei 100 Missionen bleiben, sondern es werden immer neue Contracts gebaut werden, sodass Spieler immer neue Herausforderungen haben. Und damit wären wir dann schon am Ende der Präsentation. So, das war Jagged Alliance Online. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden vermutlich im Januar 2012 launchen und falls ihr noch mehr wissen wollt über das Spiel, jao.gamigo.com.